In den 70er Jahren hat Bruno Kreisky plakatieren lassen: Leistung, Arbeit, Sicherheit. Und so wie damals ist es auch heute, dass es Leistung ein entscheidender Punkt ist, um unsere Gesellschaft zu gestalten, dass Arbeit an der Gesellschaft, aber auch Arbeit für die Gesellschaft und die Menschen ein entscheidender Punkt ist und dass Sicherheit im Sinne von materieller Sicherheit, vom Sinne von innerer und äußerer Sicherheit, aber auch im Sinne von sozialer Sicherheit die entscheidenden Fragen sind. Und ich habe das deshalb auch diese Dreiklang gewählt, weil gerade in Zeiten der globalen Krisen sich diese Fragen auch stellen und hier auch wir die Antworten und Lösungen auf die Zukunftsherausforderungen suchen müssen. Es ist Arbeit, Beschäftigung, Wachstum, Investitionen, Standortsicherheit, gerade in Zeiten einer globalisierten Wirtschaft ein entscheidender Punkt, genauso wie Bildung, Forschung, Wissenschaft und alle diese Bereiche der Treibstoff sind für so eine gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung, weil das Know-how, das Wissen, die Talente, die Neugier unserer Gesellschaft genau hier auch die Chance sind für Österreicher, sich entscheidend auch ganz vorne in der Weltwirtschaft und in Europa zu positionieren. Und gleichzeitig haben wir auch die Herausforderungen, den Klimawandel, die Veränderung der fundamentalen Lebensgrundsätze für unsere Gesellschaft. Denn das Wetter ist nur ein Ansatz, wie wir sehen, wie sich vieles verändern wird. Und das ist nicht nur, wenn ich so sagen darf, ein grünes Thema, jetzt nicht im parteipolitischen, sondern im gesellschaftlichen politischen Sinne. Es ist auch ein wirtschaftspolitisches Thema, denn eine Ökonomie wie die österreichische, die zu einem Großteil von Fremdenverkehr lebt, wird sich mit diesem Thema ernsthaft auseinandersetzen müssen. Genauso wie wir auch sehen, dass globale Krisen nicht mehr Halt machen vor der Insel der Seligen, sondern Österreich auch genauso betroffen und erwischt wird von diesen Themen. Und die Politik, wie ich schon gesagt habe, hat Lösungen auf diese wichtigen Fragen zu suchen. Und die Sozialdemokratie, die für mich noch immer diese gesellschaftliche Bewegung ist, die Verunsicherung, die Fragestellungen, die Ängste umwandelt in Hoffnungen, die Ängste umwandelt in ein zukunftsorientiertes Leitbild und die auch die globale Mega-Idee, nämlich die globale Mega-Idee, dass es eine gleiche, gerechte und faire Gesellschaft geben kann, auf unserem ganzen Kontinent nicht nur in ihrem Herzen trägt, sondern auch weiterhin in ihrer Politik umsetzen will.